Ja, Thomas, erzähl doch mal, wie hat die Work and Travel Kanada 2014-2015 Gruppe dir bisher weitergeholfen? Die Gruppe. So, wir sind jetzt hier in Whistler im HI Hostel und es ist jetzt halb eins. Schon 20 vor eins. Wir überlegen gerade, was wir morgen Schönes anstellen sollen. Wahrscheinlich machen wir einen kurzen Hike zu nahegelegenen See und dann fragen wir nochmal im Tourist Information Center, was wir machen können. Jetzt ist es halb fünf nachts. Ich verlasse jetzt mal das HI Hostel Whistler, in dem ich nicht mal eingecheckt bin. Nur hier gibt es halt Strom, freies Internet und ja, alles, was man so braucht. Ich habe noch ein paar Recherchen im Internet gemacht. Ich habe an Videos rumgeschnippelt und am Blog gearbeitet und so weiter. Das frisst alles mehr Zeit, als man glauben mag. So, wir sind jetzt hier auf dem HI Campground hinter dem Hostel. Wo hast du seid? Und machen köstliches Frühstück. Erzähl mal, wo sind wir, was machen wir? Wir sind gerade im HI Hostel in Whistler. Und wir haben gerade Spaghetti gemacht. Wir sind hier gar nicht eingecheckt. Ups. Ja, Thomas, du hast ja jetzt dein Auto gefunden, ne? Ja, hoffen wir es. Erzähl dir mal kurz, was das für ein Auto überhaupt ist. Das ist ein GMC Safari. Insgesamt hat er 8 Sitzplätze, Allradantrieb, ziemlich fetter Wagen, ist so eine Art Van, ja. Ja, du kaufst den von einem Deutschen an. Österreicher. Österreicher, genau. Ja. Würdest du grundsätzlich sagen, du kaufst lieber irgendwie von Europäern? Ja, auf jeden Fall. Der Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt nicht das Geld irgendwie bar in kanadischen Dollar zahlen muss, sondern ich kann das ganz bequem dann ihnen auf das Konto überweisen, in Euro, und so spare ich dann einfach und habe jetzt nicht den Ärger, dass ich irgendwie das Geld nach Kanada schaffen muss. Genau, also das heißt, ihr habt jetzt den Preis in Euro klar gemacht und du überweist das dann einfach per Online-Banking, und sobald das gelaufen ist, ist der Wagen, gehört er dir, und wie sieht das da mit dem Ummelden aus, und wie organisierst du das? Ja. Das ist ja provinzgebunden, und genau. Gibt es da Vor- und Nachteile, wenn du jetzt hier in BC oder in Alberta oder wo auch immer bist? Ja, das Problem ist, der Wagen, der ist in Alberta angemeldet, und wenn man den jetzt in einer anderen Provinz anmelden möchte, quasi wie jetzt zum Beispiel in BC, müsste man nochmal zu so einer Art TÜV, und das kostet ungefähr $400. Ich glaube, die Out-of-Province-Inspection. Ja, genau. Um die zu sparen, werde ich dann jetzt die nächsten Tage nach Banff fahren, wo ich in Alberta da den Wagen dann anmelden. Und so spare ich mir dann diese nervige Inspektion und somit auch das Geld. Das heißt, es ist tatsächlich billiger, von Whistler nach Banff zu fahren, den Wagen da umzumelden, als den Wagen in Whistler, sprich BC, umzumelden, richtig? Ja, genau. Vor allem, wenn man jetzt noch vielleicht so 2 bis 3 Mitfahrer findet, die mit einem die Strecke fahren, ja, dann auf jeden Fall. Alles klar. Und Thomas hier hat in einer Stunde ist der Übergabetermin schon, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Thomas, vielleicht braucht er mich gar nicht mehr abzuholen. Vielleicht habe ich dann selber hingefahren. Achso, ja, das können wir auch machen. Also Thomas hat jetzt sein Auto abgeholt und es ist jetzt gekauft. Ein GMC Van. Schöne Größe. Und ja, Thomas, erzähl doch mal, wie ist das gelaufen jetzt? Ja, das war jetzt ziemlich unproblematisch. Wir haben uns halt getroffen, die Papiere fertig gemacht, so eine Bill of Sale ausgefüllt. Dazu habe ich jetzt noch den Fahrzeugschein, also den kanadischen von ihm. Damit werde ich jetzt rüberfahren nach Banff und dann versuchen, den Wagen auf mich umzumelden. Ja, aber ansonsten, ja, leider hat es noch nicht mit der Überweisung sofort funktioniert. Deswegen habe ich erstmal eine Anzahlung geleistet und den Rest werde ich ihn dann so über Online-Banking überweisen. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man jemanden hat, der dann auch irgendwo in Europa wohnt oder so. Macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher, als dann hier irgendwie mit dem Wechselkurs das Geld zu wechseln und das Ganze dann bar irgendwie zu bezahlen. Jetzt beim Autokauf, du kaufst den jetzt, also wir sind jetzt gerade in British Columbia und du kaufst den aber in Alberta und der Verkäufer kommt nicht mit dahin. Wie läuft das ab? Warum? Ja, also das Problem ist, wenn ich den hier in British Columbia anmelden würde, müsste dann noch über so eine Out of Province, das ist quasi wie TÜV bei uns,
Und das würde mich ungefähr nochmal $400 kosten und dann sind die wohl relativ pingelig. Und ja, um das zu ersparen, fahre ich dann jetzt nach Alberta und werde da den Wagen anmelden. Da muss ich keine extra Prüfungen oder irgendwie Kontrollen machen, sondern das müsste eigentlich reibungslos dann funktionieren. Das ist auf jeden Fall für mich günstiger. Und dann bezahle ich lieber ein bisschen mehr beim Sprit, anstatt dass ich dann nochmal durch diese Kontrolle muss. Ja. Okay, und noch als letztes irgendwie, wie sieht das aus mit dem Papierkrieg? Was musst du da alles irgendwie erledigen? Was fällt da an? Was hast du jetzt alles bekommen? Was, erzähl mal. Also was so ganz genau noch auf mich zukommt, das weiß ich noch gar nicht. Das werde ich dann da sehen. Aber wir haben jetzt erstmal so eine Art Kaufvertrag abgeschlossen. Bill of Sale hieß das. Das braucht man wohl danach zum Wagen anmelden. Und genauso habe ich dann noch den Fahrzeugschein von ihm. Auf der Rückseite konnte man dann eintragen, wenn man den Wagen verkauft hat. Da stehen dann seine Angaben, meine Angaben, die Unterschrift und ja. Und ich denke mal, damit sollte das dann auf jeden Fall funktionieren. Ich habe, glaube ich, die beiden wichtigsten Dokumente, die ich dann sozusagen für die Anmeldung brauche. Ja. Okay. Soweit erstmal zum Wagen. Das Ganze hat jetzt 8 Sitze. Das ist wunderbar. Eventuell werden 3 rausgeschmissen, weil mehrere Leute mitnehmen zu können, ist natürlich eine gute Idee, weil man halt dann das Spritgeld teilen kann, aber dann ab einer gewissen Anzahl von Leuten macht es dann auch keinen Sinn mehr. Das heißt also, wenn eine Sitzreihe rauskommen würde, dann können immer noch insgesamt 5 Leute fahren. Das ist eine gute Zahl. Ja. Und mehr als das würde ich jetzt sagen, ist auch schon schwer zu koordinieren, weil häufig dann der eine den Termin hat, der andere möchte aber dahin. Und das wird einfach zu viel. Und vor allem mit dem Gepäck. Man muss ja auch irgendwo das ganze Gepäck verstauen. Auch wenn der Wagen jetzt ziemlich groß ist, bei 8 Rucksäcken, stelle ich mir das auch ein bisschen schwer vor. Ja, das wird echt viel. Ja, also Thomas startet jetzt mit seinem Wagen Richtung Banff, baut dann, macht dann Camping-Umbau, baut hier was auch immer er haben möchte ein und da kommt leider der Winter. Also gefahren wird er erst nächstes Jahr wirklich. Stimmt's? Obwohl, der hat ja Allradantrieb, mal schauen, ne? Ja, wie ist das mit Allradantrieb? Ist das hilfreich? Würdest du davon versprechen, dass du viel im Winter unterwegs bist? Oder wo fährst du jetzt mit dem Wagen hin? Also ich habe schon vor, erstmal noch bis Januar, zumindest oder bis Februar sogar in Edmonton zu bleiben. Da liegt ja wahrscheinlich sehr viel Schnee. Deswegen denke ich, wenn ich da mal fahren muss, wird das mir schon auf jeden Fall helfen. Und dann ab Februar werde ich ja runter in die USA und dann zur Ostküste nach Kanada. Und ich denke mal, ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Schaden kann es nicht. Alles klar. Also Thomas hat noch viele Kilometer vor sich. Vielleicht trefft ihr ihn ja. Genau, könnt ihr bei mir dann mal mitfahren oder so. Meldet euch einfach. Postet es hier in die Kommentare. Ihr wollt den Thomas treffen. Ja, alles klar. Dann verabschieden wir uns erstmal. Bleibt dran. Letzte Gelegenheit. Thomas und wir. Unsere Wege trennen sich jetzt. Und Thomas, mit deinem neuen Auto, wie sind da jetzt die Pläne? Was machst du, wohin fährst du und was machst du dann da, wenn du dann woanders bist, als wo vorher warst? Also ich werde jetzt nochmal eine Nacht in Whistler verbringen, in meinem neuen Wagen, mal gucken, wie die wird. Ja, und dann will ich morgen früh, ziemlich früh losfahren und dann hoch bis nach Banff und da dann den Wagen ummelden auf mich. Ja, mit der Versicherung alles klären und so weiter. Und wie es danach weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal, vielleicht fahre ich wieder runter, keine Ahnung. Okay, und der Plan mit deiner Ausrüstung? Ich meine, du hast jetzt hier einen Van, du hast da 2 Sitzreihen, aber keinerlei Campingausrüstung und so weiter. Wie sind da deine Pläne? Ja, ich glaube, bei dem ersten Walmart, an dem ich vorbeifahre, wird erstmal ein Stop eingelegt und so das Wichtigste eingekauft. Ja. Ciao. Thomas! Wir hatten eine gute Reise, war super, dich getroffen zu haben direkt am Flughafen. Ja. Hammer!